Moin Leute, willkommen zurück auf dem Kanal Whisky Wismar. Ich bin Christopher und heute habe ich hier auf meinem Tisch mal wieder ein Springbank stehen. Einen sehr bekannten Vertreter aus der Campbellton Brennerei, einer der wirklich letzten familiengeführten Brennereien, ich glaube zusammen mit Glenn Farkless, zumindest was die großen alteingesessenen Brennereien angeht. Und auf jeden Fall immer eine Reise wert, sowohl ohne Corona, wenn man auf der Insel ist, als auch wenn man etwas Schönes, Außergewöhnliches im Glas haben möchte, zu dem man immer mal gerne zurückkehrt. Ja, Springbank, einer meiner absoluten Lieblingsbrennereien, weil da ist immer irgendwie alles drin. Das hat immer so ein bisschen Erdigkeit, ein bisschen Rauch, gute Fässer, ein tolles Destillat, immer so eine gewisse Funkigkeit. Springbank Funk ist ja vielleicht einigen ein Begriff. Das ist so ein bisschen Kuhstall-Aroma hat. Also ist immer was Besonderes. Ist wirklich schon ein Eckpfeiler der schottischen Malt Whisky Industrie. Und hierbei handelt es sich jetzt um den 12-jährigen Cask Strength. Ein durchweg verfügbarer, zumindest bis 2020, durchweg verfügbarer Teil der Standard Range. Und für die, die sich mit Springbank schon mal befasst haben, die werden im Bilde sein, dass Springbank dreigleisig fährt. Fast viergleisig. Also auf der einen Seite den ungetorften Hazelburn, dreifach destilliert. Immer ein sehr weiches Destillat, aber echte Brecher dabei, wenn man Einzelfässer heranzieht. Und auch die Standardabfüllungen sind eigentlich immer sehr, sehr wohlschmeckend. Die gehen allerdings immer so ein bisschen unter, finde ich, neben dem, was Springbank ausmacht, so dieses gewisse Dimension, diese einzigartige Dimension von Rauchigkeit. Dann natürlich Springbank in seiner Standardausführung, auch bezeichnet als Springbank, und die stärker getorfte Version, den Long Row. Ist nicht komplett parallel aufgebaut, diese Range, sprich, es gibt jetzt standardmäßig kein 12er Fassstärke für den Hazelburn und den Long Row. Also 10er, es gab auch mal No Age Stated Springbank, ich glaube der CV, Curriculum Vitae. Der 10er, der 12er, ein 15er gibt es. Ist auf jeden Fall auf meiner Liste, muss ich mir nochmal wieder zulegen. 18er, 21, 25. Und dann wird's dünn. Also insgesamt sehr viele Einzelfässer auch, die über das Warehouse-Programm vertrieben werden. Und und bei Longrow und bei Hazelburn sieht's ein bisschen anders aus. Da ist die Range komplett anders aufgebaut. Bei Longrow versuchen sie es so ein bisschen anzugleichen. Sprich, es gibt einen 18er und einen 21-Jährigen. Kam ich vor kurzem auch einen 25-Jähriger raus? Bin ich nicht im Bilde, ist mir auch ein bisschen zu teuer. Ab 18 Jahren werden die dann noch recht preisintensiv. Immer mal wieder auch eine Hype-Kuh, die durchs Dorf und eine Hype-Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Aktuell ist es der 10-jährige Local Barley Vintage 2010, der aus einem Oloroso-Fass ist und sehr, sehr dunkel. Da springen die Leute drauf an. Es gibt 8500 Flaschen. Dennoch scheint nichts irgendwo bei Händlern so anzukommen, dass man mal die Chance hat, was zu bestellen. Ob ich davon noch was bekomme, keine Ahnung. Interessieren würde mich schon, denn diese Local Barley-Abfüllung waren bisher insgesamt immer nochmal eine Schippe drauf, was die Qualität anbelangt. Darum soll es nun heute aber nicht gehen, sondern hier um diesen 12-jährigen aus der Cask Strength Reihe. Mit diesem schönen rötlichen, was ist das für ein Rot? Zinnoberrot gearteten Etikett. Viele fanden am Anfang diese
diese neue Aufmachung mit den sehr krassen Farbkontrasten nicht so gut. Ich fand die eigentlich immer recht stilvoll, muss ich sagen. Ich fand die alten ein bisschen langweilig. Da finde ich die nur ein bisschen ein Eyecatcher, ohne so dieses Rustikale zu verlieren. Was ist jetzt noch zu diesem 12er Springbank Cask Strength zu sagen? Er kommt in Batches raus, mehrfach im Jahr. War eigentlich ursprünglich so für 60, 70 Euro zu haben. Das ist seit 2020 passé. Der 10er ist um 10 Euro gestiegen im Schnitt auf 50 Euro von 40. War allerdings auch meiner Meinung nach für die Qualität fast underpriced, zu günstig. Und der 12er ist explodiert. Den gab es zuletzt bei Händlern für 120, 130 Euro. Finde ich absolut zu krass. Aber Springbank hat einige Monate zur Hochzeit der Pandemie nicht produziert. Das heißt, alle Batches nach Anfang 2020 waren entweder sehr klein oder es gab gar keine, wodurch die Abfüllung sehr teuer geworden ist. Hierbei handelt es sich um die Abfüllung vom 8.01.2020, also noch vor Ausbruch der Pandemie, mit 55,3 Volumenprozenten abgefüllt und hat eine Fassauswahl, ich meine 65% Sherry, 35% Bourbon. Ja. Und sicherlich eine ganze Menge Refill dabei. Okay. Kommen wir mal zur Nase, zum Geschmack und zum Abgang. Steht schon im Raum. Schöne Fruchtigkeit. Gucken, ob ich ihn noch verdünne. Der verträgt das auf jeden Fall. Springbank schwimmt immer sehr gut. Alkohol deutlich spürbar. Aber auch gleich eine ganz interessante Rauchdimension, die verändert sich auch stark, finde ich, je öfter man ihn probiert. Also dieser Whisky ist absolut tagesformabhängig. Da kann man nicht sagen, den gibt man sich ins Glas und man weiß immer, was man bekommt. Ja, das ist ein Chamäleon. Teilweise tropische Früchte, Melone, Pfirsich. Und dann die Dimension vom Sherryfass, Rosinen, Datteln, Feigen. Ohne dort in eine Richtung auszuschlagen. Gleichzeitig findet man Rauch, absolut. Aber schwach. Ein deutlich wahrnehmbarer, aber kein wirklich überbordender Rauch, wie man ihn von zum Teil Long Row, aber auf jeden Fall von Islay Whiskys kennt. Oder starkrauchigen Highlandern und Speysidern, die immer dann auf die Tube drücken. Das hat man hier nicht. Das ist also sehr, sehr zarter Rauch. Ohne schwach zu sein. Also steht einfach der Rauch, Sherryfass und Bourbon steht hier klar nebeneinander, ohne dass einer den anderen auffrisst. Schöne Nase. Nicht zu süß, auch gut ausbalanciert. Die Fässer sind noch so gut, dass man hier keinerlei Jugend spürt oder wo man denkt, oh, vielleicht irgendwelche ausgelutschten Fässer genommen. Nö. Auf keinen Fall. Am Gaumen. Unverdünnt. Schwankt immer zwischen wirklich trockener Eiche und süßen, adstringierendem Karamell. Honigsüße ist dabei, dann wird er wieder trocken. Sehr wärmend mit den über 55 Volumenprozenten und ein wahnsinnig tolles Mundgefühl, sehr ölig. Einfach ein fetter, fetter Malt Whisky und immer, also absolut zu empfehlen. Tolles Teil.
warum immer zu den teuren Einzelfässern schweben, wenn man hier über diese Batch Releases genauso viel Spaß haben kann. Zugegeben, mittlerweile sehr teuer, aber diese Anomalie Covid nehmen wir mal ganz kurz raus. Für 70, 80 Euro ist das Ding einfach immer eine Messlatte. Ja. Okay. Hau ich mal einen Zug Wasser hinzu. Das Interessante an Springbank ist, mal gucken, wie viel er verträgt. Das Interessante an Springbank ist außerdem, dass das K-Netz, dass das Springbank den unabhängigen Abfüller K-Netz übernommen hat. In anderer Konstellation geht es auch. Gordon MacPhail hat Ben Roma übernommen, also ein Abfüller kauft sich eine Brennerei. Das Signatory Vintage, bin ich mir gerade nicht sicher, wie rum das war, weil ich glaube, Andrew Summington als hat hier auch als unabhängiger Abfüller die Brennerei Edgedauer übernommen. Und hierbei war es nun andersrum. Also eine Brennerei kauft sich einen unabhängigen Abfüller. Und ein anderes, da entstehen natürlich auch ganz interessante Synergien. Über den Vertrieb, die Fassauswahl, den Zulaufvertrieb. Also ist sicherlich kein dummer Schachzug. Und Cadenheads gilt ja gemeinhin auch als einer der besseren, wenn nicht sogar einer der besten unabhängigen Abfüller. Ja, mit Wasser. Alkohol ist immer noch etwas da, aber er wird meiner Meinung nach ein bisschen süßer, gefälliger in der Nase. Die tropischen Früchte, die verweben sich jetzt so ein bisschen mit den Rosinen, also sind nicht mehr ganz so klar auseinanderzuhalten. So eine Bonbonsüße. Fast so eine, so fette Saftorangen. Vielleicht dann nimmt zwei Bonbons. Diese leichte Säure, die man hat, wenn man die vielleicht mal früher als Kind in Wasser aufgelöst hat. Und gleichzeitig eine Karamelldimension, die auch immer noch sehr, sehr schön und spürbar ist. Aber er bleibt sich treu. Ja. Keine dieser Dimensionen frisst die andere auf. Mal am Gaumen gucken, wie er sich da verändert. Sehr gut getroffen. Also auch der hier verträgt wieder Unmengen an Wasser. Ich nehme an, der ist bei 46%. Vielleicht ein bisschen drunter, aber immer noch voll ölig, mundauskleidend. Das ist wie so eine Woge, die durch den Mund geht, ja, an Öl, an Süße, an gleichzeitiger Trockenheit. Immer dieses Oszillieren hin und her zwischen der Süße und der Trockenheit. Nicht zu eichig. So ein Touch Menthol, Eukalyptus ist entfernt zu spüren, aber ist nicht sehr fasslastig, also auf keinen Fall drüber. Gut ausgewählte Fässer für diese Fassstärken-Badges. Ja, toll. Abgang kann ich gleich mitmachen, also mittellang. Ja. Bisschen Karamell von der amerikanischen Weißeiche der Bourbonfässer ist zu spüren. Gleichzeitig auch wie so ein Feigenpüree, was man, wenn man mal eine Feige oder auch Datteln in irgendwas verarbeitet hat, zu einer Paste verarbeitet hat, für eine Käseplatte oder was weiß ich. Also das bleibt so ein bisschen im Mund. Vom Rauch jetzt mit Wasser nicht mehr ganz so viel zu spüren im Abgang. Aber er ist immer noch irgendwie präsent als Dimension. Nicht schlecht.
Trübung ist noch nicht eingekehrt. Versucht vermutlich noch das Gleichgewicht zu finden mit dem Wasser jetzt im Glas. Aber so lange müssen wir nicht warten. Ist ein toller Whisky. Sehr zu empfehlen, wenn man den noch zu einem alten, zu dem alten Ausgabepreis bekommt. Absolut Kaufempfehlung. Wirklich ein Eckpfeiler. Ein Gradmaß. Und dementsprechend bekommt er von mir auch sehr verdiente 90 von 100 Punkten. Also Springbank, 12 Jahre Fassstärke, immer mal wieder in unterschiedlichen Fasszusammenstellungen auch zu bekommen. Es gab schon welche mit Portfässern, mit Rumfässern und auch teilweise Sherry-lastiger, je nachdem, was für Fässer halt genommen worden sind. Es hat immer die Komposition ist oft ähnlich, aber sie kann abweichen und das macht es auch spannend. Ja, also hier ein sehr gutes Batch, glaube ich. Gut, das soll es gewesen sein. Springbank, was ist dazu zu sagen? Ja, einfach eine gute Sache, ehrliche Brennerei und dass das, die ganze Handarbeit, die auch mit in der Produktion steckt, sei es bei der eigenen Melzerei, der eigenen Apfelanlage, das macht sich einen Preis natürlich irgendwo auch bemerkbar, verglichen zu industriell hergestellten Single Malt aus dem Hause Diageo beispielsweise, die dann auch mal irgendwo kreuz oder querfinanzieren könnten, oder bei anderen Großkonzernen. Hier muss das irgendwo alles mit aufgehen. Springbank ist ein großer Arbeitgeber in Campbellton und das unterstütze ich auch gerne. Und ihr vielleicht auch. Also hier absolute Empfehlung. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund und ja, habt noch eine schöne Woche. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hier, willkommen bei Whisky Wismar. Macht's gut. Ciao, ciao.